Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Projekt FF Kickoff Webinar für Mai 2016. Mein Name ist Stefan Aigner. Ich begrüße Sie recht herzlich zu diesen 60 Minuten voll Evaluation der Handelsergebnisse, Ausblick auf den Mai und viele weitere spannende Themen, unter anderem auch Live-Trading jetzt gleich. Also machen Sie sich bereit für die nächsten 60 Minuten. Loggen Sie sich ein in Ihr 24-Options-Handelskonto. Idealerweise nehmen Sie auch was zu schreiben mit in dieses Webinar, damit Sie optimal profitieren können von den nächsten 60 Minuten. Wir sehen, einige Trader finden es jetzt zu uns. Und hier auch nochmal die Frage für alle. Können Sie mich gut verstehen und den Bildschirm sehen? Mit unserem Diamond-Handelskonto hier rechts oben. Rechts unten die Netanya Chartstation und hier links unten unsere Präsentation für heute. Super, das scheint zu klappen. Wir gehen hier gleich mal in den Lesemodus. Wir sind heute im Kickoff-Webinar, das heißt, das ist die Einführung für den Mai, für den neuen Handelsmonat. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zum Projekt Finanzielle Freiheit. Egal, ob Sie jetzt eher neu oder schon seit 6, 7 Monaten dabei sind in unserem Projekt, dieses Webinar wird Ihnen helfen, im Mai 2016 optimale Handelsergebnisse zu erzielen. Kurz die Agenda für heute und dann geht es rein in ein kleines Live-Trading. Also vor der Präsentation und nach der Präsentation haben wir eine kleine Live-Trading-Einheit. Da können Sie partizipieren, wenn Sie die Möglichkeit haben, sich jetzt in Ihren 24-Options-Handelskonto einzuloggen. Die Agenda für heute, 8 Punkte. Erstmal die Motivation für unser Projekt Finanzielle Freiheit. Überblick über die Leistungen, die Sie erhalten. Völlig kostenlos im Projekt FF. Ausblick auf den Mai 2016. Das ist für Sie als für die Bestandstrader sicherlich am interessantesten. Dann schauen wir uns nochmal die einzelnen Kontotypen an und was wir vorhaben. Silber Plus, Gold Ono, Platinum 60 Sekunden Scalping. Im 7. Punkt fassen wir nochmal alles zusammen. Ein Überblick auf die Renditechancen im Mai 2016 und dann nochmal kurz eine Beschreibung, wie Sie erfolgreich teilnehmen können. Am Ende, wie gesagt, auch nochmal ein Live-Trading. Jetzt starten wir kurz noch zu den Bildern. Urheberrechtlich geschützt. Auch die Präsentation wird aufgezeichnet. Danach auf Facebook verfügbar. Bitte nicht für kommerzielle Zwecke verwenden. Wir starten jetzt mit dem Euro-US-Dollar, mit einem kleinen Live-Trading aus aktuellem Anlass. Wir hatten die Rede von Mario Draghi. Wir sehen eine bärische Tendenz. Wir haben die schon bei 15.02 gesehen bis 17.30 Uhr. Und wenn wir jetzt die Präsentation mal kurz zur Seite nehmen und unsere Netanya Chartstation auspacken, da haben wir Ihnen den Euro-US-Dollar im 5-Minuten-Chart vorbereitet. Wir haben zwei horizontale Linien gezogen, einmal bei 15.10, einmal bei 15.20. Das war dieser Hochpunkt hier beim Beginn der Rede von Mario Draghi. Seitdem gab es eine kräftige Korrektur, dann wieder eine bullische Trendbewegung. Wir sind jetzt hier in einer interessanten 5-Minuten-Kerze und der Stochastik, der schnelle Stochastik mit einem Beobachtungszeitraum von 14 und einem Mittlungszeitraum von 3 zeigt hier nach unten. Das ist schon mal das erste Signal. Die Kerze kommt jetzt wieder unter dieses Level von 15.10 und wir möchten den Trade bis 17.30 Uhr traden. Das heißt hier insgesamt 6 Kerzen, wobei das schon die erste ist. 6 5-Minuten-Kerzen, das ist die erste, die ist 3 Minuten alt. Tesla haben wir am Ende. Wir schauen jetzt auf den Euro-US-Dollar. Wir bereiten unseren Trade vor bis 17.30 Uhr. Wir traden hier mit einem Handelseinsatz von 25.000 Euro im Projekt FF Diamond Account und warten noch mal kurz auf die aktuelle Kerzenbewegung. Wir haben einen langen Docht nach oben in dieser 5-Minuten-Kerze. Wenn wir in den Minutenchart gehen, dann sehen wir deutlich, dass der Kurs hier abgeprallt ist am Bollinger Band bei 15.16. Und den 10 Sekunden Aufgang der 9-Minuten-Kerze, Sie sehen auch in der Linie, das ist immer noch ein bullischer Trend, der jetzt hier unterbrochen wurde bei 15.15. Kerze wird noch leicht blau hier. Und hier haben wir nochmal eine Signallinie in unsere Netanya Chartstation eingebaut bei 15.20. Spätestens hier ist aus technischer Sicht Schluss. Und im Stochastik die K-Linie, die blaue Linie zeigt schon wieder hier nach unten. Wir haben eine leichte Kreuzung und wenig Bewegung in dieser Kerze. Sie sehen die Kerze farblos, seit 4,5 Minuten hier keine großen Impulse. Also unser Ziel war,
über 15:10 hier in den Markt zu gehen auf diese Option bis 17.30 Uhr in Mitteleuropa, 18.30 Uhr bei uns. Wir haben jetzt noch 15 Sekunden bis zur neuen Aufgang. Wir sind beim 15:13. Bewegungen werden stärker. Wir warten hier nochmal die 5 Sekunden ab. Neue Kerze geht in dieser Sekunde auf. Wir sind über 15:10 und wir kaufen die Option Go Euro S oder Tief. Jetzt, go! 15:10:2 sind wir im Markt bis 17.30 Uhr. Also auch diese farblose Kerze zeigt uns von der Price Action, dass diese Bewegung erstmal gestoppt ist. Stochastik zeigt nach unten. Und wir haben einen ganz klaren Widerstand hier gefunden bei 15:20 und jetzt schon bei zwei Kerzen 15:10. Mitteleuropäische Zeit 17.30 Uhr. Und dieser Trade läuft jetzt gute 25 Minuten und wir haben Zeit für unsere Agenda. Euro-West oder Tief bis 17.30 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Sind Sie bereit? Können wir weitermachen? Alles klar. Super, dann gehen wir jetzt in den Inhalt, in die Motivation fürs Projekt FF. Es ist eine empirisch nachweisbare Tatsache, dass Trading eine erlernbare Kunst ist, eine erlernbare Fähigkeit, wird von vielen Tradern, vielen Experten als Kunst bezeichnet. Warum? Das sehen wir sicher noch später im Webinar. Wichtig ist, dass Sie für sich selbst Folgendes festhalten. Trading ist nicht einfach, Trading ist nicht leicht, Trading ist mit Mühen verbunden, mit Investitionen, nicht nur was Kapital angeht, sondern auch mit Zeit und nicht nur fürs Trading an sich, sondern auch für die Ausbildung. Letztendlich am Ende des Tages ist Trading eine erlernbare Kunst, die jeder einzelne von Ihnen lernen kann. Und gemeinsam mit uns, mit 24 Optionen und dem Trading-Team, die Fähigkeiten von Null langsam aufbauen kann, um dann genug Wissen und Kenntnisse zu haben, um ein profitables Trading anwenden zu können. Das ist natürlich unser selbsterklärtes Ziel. Aber bevor wir dieses Ziel angehen, müssen wir selbst erstmal feststellen, Trading ist etwas, was wir lernen können, aber auch lernen müssen, wenn wir erfolgreich sein möchten. Und hier geht es zunächst mal darum, dass Sie vielleicht, wenn Sie jetzt neu sind im binären Handel, neu bei 24 Optionen, neu im Projekt finanzielle Freiheit, erstmal möglichst viel hören und lesen. Da haben Sie viele Möglichkeiten im Webinar, in der Facebook-Seite, in den Aufzeichnungen der Webinare. Und dann die Themen wie progressives Money Management, wie technisch progressive Trendfolge oder Umkehr, wie fundamentale Analyse, verstehen, lernen und dann lernen auch anzuwenden, alleine, eigenständig auf diese Trading-Strategien zu handeln. Hier möchten wir Sie unterstützen und das ist unsere erste Motivation für das Projekt FF, das Projekt Finanzielle Freiheit. Also wir sehen einerseits, Trading kann man lernen, wir sehen aber auch andererseits die Handelsergebnisse vieler Trader. Egal, ob Sie jetzt aktiv im Projekt Finanzielle Freiheit mitmachen oder ganz neu sind, es ist am Anfang nicht einfach, Geld zu verdienen und es ist im Projekt FF auch nicht einfach, konstant in jedem Webinar, in jeder Session Geld zu verdienen. Wir müssen auf die mittel- bis lange Frist rechnen und auf die mittel- und lange Frist, da möchten wir Erfolge sehen. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum habe ich persönlich noch keinen Erfolg im Trading? Das können auch andere Finanzinstrumente sein. Das muss jetzt nicht nur mit binären Optionen sein. Warum noch kein Erfolg? Ein Grund ist oft, das merken wir aus den Gesprächen mit Tradern, aus unseren internen Untersuchungen, dass viele Trader wenig bis keine Ahnung mit der Charttechnik haben. Und das ist natürlich eine elementare Grundvoraussetzung, dass sie Kerzencharts lesen können in verschiedenen Zeithorizonten, dass sie eine Trendfolge von einer Trendumkehr unterscheiden konnten. Allein auf der Price Action, das heißt auf der Basis von den Kerzenlängen, Größen und den Dochtbildungen, dass sie auf Basis von einfachen Indikatoren lesen können, ob der Markt eher in der Trendfolge ist, wie zum Beispiel hier der Ichimoku angibt, mit Schickungsband nach oben zeigend und der bullischen Trendlinie, oder ob der Kurs sich eher in einer Trendumkehr befindet, wie wir hier an Oszillatoren sehen, hier die überlagerten Bollinger Bänder
wo der Kurs hier natürlich seinen Hochpunkt findet. Und der RSI, der relative Stärkeindex, der hier über 70 nach unten knickt. Als Oszillator zeigt uns der RSI in den allermeisten Fällen die Trendumkehr an, wenn wir ihn über 70, unter 30 betrachten. Und selbstverständlich können wir im RSI auch noch parameterbasierte Änderungen vornehmen. Das sind alles dann weitere Schritte. Wichtig ist, dass Sie die Grundzüge verstehen. Zwischen Trendfolge, Trendumkehr, Kerzen, Indikatoren, überlagerte Indikatoren und Oszillatoren. Und hier profitieren Sie vom Fachwissen unserer Handelsexperten, von Ihren persönlichen Accountmanagern, von unseren Webinaren, von unseren Ausbildungsdokumenten. Sie brauchen jetzt nicht die Amazon-Bestsellerliste für Trading-Ratgeber bestellen und lesen. Darauf kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an, dass Sie sich eingestehen, wo sind meine Stärken und Schwächen in der Chartanalyse, wo muss ich ansetzen, vielleicht auch bei den Grundlagen. Und dann mit Ihrem Handelsexperten diese Themen diskutieren und sich gezielt diese Themen über seriöse Internetquellen aneignen. Gibt es Fragen soweit? Zum ersten Grund, warum viele Trader noch keinen Erfolg haben. Und das ist die fehlende Erfahrung in der Charttechnik. Fragen soweit? Also Sie brauchen jetzt nicht viel Geld für Bücher oder Seminare ausgeben. Das war nicht meine Message. Meine Message ist, dass Sie erkennen müssen, fürs Trading gehört ein gewisser Lernaufwand hinzu und dazu gehört vor allem, dass Sie sich beschäftigen mit den Kerzencharts, mit den Grundlagen und dann weiter mit den Indikatoren und so weiter. Und hier werden auch noch andere Gründe genannt und da kommen wir auch schon zum zweiten Grund. Warum viele Trader noch keinen Erfolg haben, das ist eine mangelnde Sicherheit im Money Management generell und im progressiven Money Management im Speziellen. Empirische Studien von uns, von anderen Seiten zeigen, dass wenn Sie auf Basis von nachweislich profitablen Strategien traden, eine Erfolgsquote bekommen, die Ihnen es ermöglicht, mit progressivem Money Management konsistent profitabel zu traden. Progressives Money Management, das heißt das konsequente Hedgen von Verlusttrades über eine Progressionstabelle mit einem gewissen Faktor. Hier mal ein Beispiel, wir starten mit 333. Bei Verlust im ersten Trade ist unsere zweite Progressionsstufe 810 Euro. Wichtig ist, dass Sie immer möglichst viel Kapital einplanen. Je mehr Kapital, desto mehr Stabilität und desto weniger Risiko. Es gibt Trader, die arbeiten mit 10 Tradingstufen im PMM. Es gibt Trader, die arbeiten eher mit 6 oder 7. Das ist natürlich eine Frage der individuellen Risikobereitschaft. Wichtig ist, dass Sie verstehen, wie man das progressive Money Management anwendet, dass Sie das konsequent anwenden lernen und natürlich, dass Sie proportional zu Ihrem Budget die richtigen Handelseinsätze und den richtigen Finanzplan haben, der auch zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Und je mehr Stufen Sie im PMM traden können, desto weniger Risiko haben Sie. Das ist natürlich dann der Trade-off mit der absoluten Rendite pro Progressionskette, aber das diskutieren Sie am besten auch nochmal mit Ihrem Account Manager im Finanzplan. PMM, das progressive Money Management, ist der Schlüssel zum Erfolg, meine Damen und Herren. Und hier hilft es auch am Anfang, in Gesprächen mit den Handelsexperten die genauen Werte festzulegen und die genauen Handlungsschritte dann auch festzulegen in Szenarien. Der dritte Grund, und das wurde jetzt schon öfter angesprochen, sind die Emotionen. Viele Trader haben noch keinen Erfolg, weil sie ein ungenügendes Verständnis mitbringen für Regeln des Risikomanagements. Und hier gehören Regeln dazu, die ihre Emotionen unterdrücken sollen. Das heißt, sie sollten nicht auf Basis der Emotionen ihre Handelsentscheidungen treffen, sondern auf Basis ihrer Regeln. Und dazu gehören Regeln des Risikomanagements. Letztendlich geht es darum, dass sie negative Einflüsse von Angst zu verlieren und Gier noch mehr zu gewinnen, kontrollieren und sich stets nach ihrer Strategie und nach ihrem Tradingplan orientieren. Weil aus Angst und aus Gier Handelsentscheidungen zu treffen, das führt auf Dauer nicht zum Erfolg, sondern im Gegenteil, das kann sehr gefährlich werden. Wenn Sie jedoch eine fixe Strategie verfolgen, auf der Ihr Tradingplan abgebildet ist, dann haben Sie die Möglichkeit, konsistent, profitabel zu traden und vor allem, wenn Sie das progressive Money Management beherrschen. Also wir gehen es nochmal der Reihe nach durch. Charttechnik ist wichtig, Analyse. Und das ist auch wichtig, wenn Sie fundamental traden. Selbst bei fundamentalen Events spielen die Charts eine Rolle.
progressives Money Management als Schlüssel zum Erfolg und das Verständnis von Risikomanagementregeln und natürlich auch, dass sie sich eigene Regeln setzen, wann sie und wie sie reagieren bei Verlust, beziehungsweise auch bei Gewinn. Jetzt gibt es hier vereinzelt Probleme mit dem Ton. Bitte nochmal kurzes Feedback. Wer von Ihnen hat Probleme mit dem Ton? Beziehungsweise wo funktioniert der Ton tadellos? Super, also bei der überwiegenden Mehrheit funktioniert der Ton hervorragend und deswegen starten wir auch weiter mit dem Thema Motivation für projektfinanzielle Freiheit und fassen nochmal zusammen. Unser Ziel ist es natürlich, dass Sie erfolgreich traden, dass Sie Renditen machen, dass Sie Geld verdienen im binären Handel. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen Sie zumindest, was die Grundkenntnisse angeht, eine Ausbildung und die möchten wir auch sicherstellen. Mit Webinaren, mit persönlichen Gesprächen, mit Ausbildungsdokumenten, mit Updates auf Facebook. Da geht es um die Ausbildung. Wir haben jetzt ein großes Netanya Chartstation Webinar veröffentlicht letzte Woche. Das sollten Sie sich auch alle nochmal anschauen, um die Chartstation optimal vorzubereiten. Es geht darum, wenn wir das nochmal als höheres Ziel formulieren, dass Sie Ihr Vermögen sichern, planen und vermehren im binären Handel und somit ein Stück in Richtung finanzielle Freiheit machen. Und wenn wir den Begriff finanzielle Freiheit uns anschauen, dann kommen wir zum monatlichen Brainstorming. Und das möchte ich heute ein bisschen schneller machen. Für die neuen Trader wäre das sicherlich nochmal interessant. Was bedeutet finanzielle Freiheit für Sie? Hier machen wir ein kurzes Brainstorming und dann tragen wir hier die Ergebnisse zusammen. Was bedeutet finanzielle Freiheit für Sie persönlich? Also hier kommen schon viele Themen. Es geht um die Unabhängigkeit. Abhängigkeit vom Berufsalltag, eigener Chef sein, mehr Zeit für Familie, Freunde, Hobbys, ein monatliches Einkommen aus Handelsrenditen. Das ist sehr, sehr schön formuliert. Und da muss jeder natürlich selbst entscheiden. Ich schreibe jetzt mal gemäß Lebensstandard, was für Sie da in Frage kommt. Das muss natürlich auch in Relation zu Ihrem Handelsbudget sein. Unabhängigkeit von den Banken, das ist auch noch ein sehr, sehr großes Thema. Hier im Niedrig- oder Negativzinsumfeld bekommen Sie keine Renditen. Die Sparer werden bestraft, wenn Sie Tagesgeld- oder Festgeldprodukte verwenden. Auch bei Lebensversicherungen sieht es schlecht aus. Unabhängigkeit von diesen herkömmlichen Finanzprodukten, von den Sparformen, die aktuell keine Zinsen abwerfen. Und es geht natürlich auch um materielle Ziele. Ein Eigenheim, ein Auto, ein Urlaub, den viele hier unter finanzieller Freiheit verstehen, Unabhängigkeit, sich auch mal was leisten können, kam ja auch öfter. Was auch immer das sein mag, dass Sie hier nicht also oft nachdenken müssen, sondern sich natürlich hier auch mal was leisten können. Das kommt natürlich aus dem monatlichen Einkommen, das Sie generieren möchten. Und hier sind natürlich die verschiedensten Ziele und Szenarien dann oft. Wichtig ist, und das ist die Grundlage erstmal für den Finanzplan auch, dass Sie sich realistische Gedanken machen, wie hoch soll das monatliche Einkommen aussehen? 5.000, 10.000, 50.000, 1.000. Und proportional dazu errechnen wir Ihr Handelsbudget, das Sie benötigen, und dann den Finanzplan mit der PMM-Tabelle. Unter 10.000 Euro ist progressives Money Management nicht sinnvoll und erst ab 50 bzw. 100.000 Euro macht der
binärer Handel wirklich Spaß und da haben sie dann auch genug Stabilität im Handelsaccount. Also 100.000 Euro, viele Trader starten auch mit Handelsbudgets natürlich im Bereich der Platinum- und der Diamond-Konten, 300.000, 500.000, je nach Verfügbarkeit. Also, ich sehe, Sie haben noch viele Urlaubsziele, viele Autos, die ich hier lese. Vielen Dank fürs Brainstorming. Monatliches Einkommen, hierauf möchten wir hinaus und daraus leitet sich alles ab. Die Unabhängigkeit, mehr Zeit, materielle Ziele, sich mal was leisten können. Super. So, wie kommen wir dahin? Projekt finanzielle Freiheit heißt natürlich auch Leistungen für Sie. Das Trading-Konzept von 24 Optionen, das dieser etwas abstrakte Begriff umschreibt, heißt in erster Linie die folgenden 7 Leistungen. Erstens, tägliche Morgentipps per E-Mail und Facebook, hier auch Live-Markt-Updates, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind, was die Renditechancen angeht, was die Webinare angeht und was sonstige Informationen angeht zu den Renditechancen des Tages. Wir haben tägliche Live-Trading-Webinare, die ich im Detail noch vorstellen möchte und natürlich auch die Aufzeichnungen, die sehr, sehr wichtig sind für die Ausbildungsziele. Wir haben den persönlichen Finanzplan gemäß Ihrem monatlichen Renditeziel, den habe ich auch schon erwähnt. Wir haben individuelle Coachings in fundamentaler und technischer Analyse, FA und TA. Wir haben die Trading Highlights, wie diese Woche die Non-Farm Payroll, abgekürzt NFP. Wir haben FOMC, wieder die Zinsentscheidung in den USA. Wir haben immer noch Earnings Season. Dazu kommen wir auch am Ende des Webinars noch. Das sind Trading Highlights, große Themen, die wir im periodischen Wechsel haben. Hedging-Pläne mit Kevin Steinweg, Premium-Services wie bestimmte Signale, Charts und natürlich höhere Renditen in den Silber-, Gold-, Platinum- und Diamond-Accounts. Unser Hashtag Erfolg muss man wollen, darum geht es auch. Leistungen sind natürlich gekoppelt an Kapitalanlagen, an die Kontotypen und da geht es darum, was Sie auch wollen. Das machen wir jetzt ein bisschen schneller, das sind auch keine neuen Folien, das sind Folien noch aus dem März, das ist eine Übersicht auf tägliche Morgentipps, da haben wir Aktien, Rohstoffe, genau, das war schon dazu. Dann haben wir die täglichen Live-Trading-Webinare, hier würde ich Sie bitten, immer den E-Mail-Kalender bzw. die Updates auf Facebook anzuschauen, weil die Links auf der Plattform nicht immer 100% aktuell sind, beziehungsweise hier die Termine werden täglich auf Facebook nochmal aktualisiert, bekannt gegeben. Und wir sehen diese Woche zum Beispiel, wir haben 3 große News-Trading-Webinare, Gold und Platinum, sind aus terminlichen Gründen diese Woche abgesagt und verschoben, also das ist nicht endgültig. Die werden nachgeholt im Laufe des Monats und wir haben 3 große News-Tradings, Silber Plus morgen um 10.15 Uhr mit Herrn Wendler, dann um 14 Uhr am Mittwoch die ADP-Daten und das Riesenhighlight am Freitag, 14.15 Uhr, die Non-Farm Payroll. Zu den Webinaren komme ich auch später noch. Montag geht es dann ganz groß los mit dem Platinum 60 Sekunden Scalping und hier wird es wahrscheinlich eine Doppelsession geben, das heißt 60 Minuten Live-Trading, genauso wie im Gold Ono, dem ersten am 10.5. Am 10.5. Also da haben Sie die Übersicht heute Morgen schon erhalten. Die Aufzeichnungen der Webinare finden Sie auf unserer Facebook-Seite. Da sollten Sie auch täglich am besten reinschauen und sich die aktuellen Aufzeichnungen zumindest stückweise anschauen. Sie brauchen nicht die Aufzeichnung von A bis Z anschauen. Oft hilft es, wenn Sie da ein paar Mal reinschauen und die Einstiegspunkte versuchen, lernen nachzuvollziehen. 3 Handelsexperten sind aktiv im Projekt Finanzielle Freiheit. Neben meiner Wenigkeit ist das Kevin Steinweg und mein Kollege Markus Wendler, der fürs News Trading zuständig ist. Ich kümmere mich auch diesen Monat wieder um 60 Sekunden Scalping und Gold Ono. Und wir haben mit Kevin Steinweg sicherlich auch 1, 2 Webinar-Specials, Multi-Asset-Trends, US-Aktien, Hybrid-Forex haben wir wieder geplant. Also hier haben Sie tolle Themen und da können Sie von jedem einzelnen Handelsexperten profitieren. Gemäß der Spezialität richten wir natürlich auch den Fokus dann, wer welches Live-Trading macht. Individuelles Coaching heißt, dass Sie sich verabreden für 20, 30 Minuten mit Ihrem Handelsexperten im entsprechenden Konto und vordefinierte Themen durchsprechen, wie zum Beispiel die Grundlagen der Chartanalyse.
Wir haben Trading Highlights diese Woche und da nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit. Beziehungsweise gibt es Fragen bis hierhin von Ihrer Seite, bevor ich mit Ihnen die Trading Highlights diese Woche durchgehe? Also wir wagen auch mal einen Blick auf den Euro-US-Dollar. Wir sind hier 4 Pips mittlerweile entfernt. Wir haben noch 5 Minuten. Der Start war gut. Wir sind jetzt wieder an dieser Schwelle. 15, 14. Wir haben 4 Pips, die wir überwinden müssen. Hier kommen wir in 4 Minuten nochmal zurück. Ansonsten jetzt zu den Trading Highlights. Morgen 10.30 Uhr. Einkaufsmanager Index HPI aus Großbritannien. Markus Wendler, Silber Plus News Trading. Mittwoch. 14.15 Uhr, ADP-Daten, Prognose 195.000, News Trading mit Markus Wendler, hier 10.30 Uhr, Baugewerbe, PMI, 16 Uhr, ISM-Dienstleistungsindex und die Erdöllagerbestände, das sind auch 3 tolle Events, wir haben hier nach 3 Bullenkopf-Events gefiltert bei Investing und Sie sehen, am Mittwoch gibt es noch weitere Highlights. Dann Donnerstag, Christi Himmelfahrt in vielen Teilen Deutschlands, Feiertage, auch in der Schweiz und in Japan, Weltkindertag, wir haben trotzdem Daten. Und zwar 10.30 Uhr. Ein Feiertagshighlight für viele von Ihnen vielleicht. Der Einkaufsmanager-Index Dienstleistung. Da gibt es die Updates auch in den Morgentipps bzw. auf Facebook. Und dann das Highlight am Freitag, den 6. Mai, ist nicht der Feiertag in Indonesien, Mohammeds Himmelfahrt. Nein, es sind die Non-Farm Payroll um 14.30 Uhr. Das ist diese Zahl, die aus Washington DC kommt. Um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. 200.000 ist hier die Prognose. 200.000 neu geschaffene Jobs für April. Diesen Termin sollten Sie spätestens jetzt aufschreiben. Und zum Live-Trading-Webinar sage ich am Ende noch was. Wenn wir hier auf die Kontotypen schauen, Silber, Gold, Platinum, Diamond, dann sehen wir noch weitere Vorteile, wie in erster Linie hier die höheren Renditen. 6% mehr Rendite, das macht sich schnell bemerkbar. Da werden Sie deutlich rentabler handeln, wenn Sie im Diamond Account sind. Sie haben auch komplett gebührenfreie Auszahlung für Diamond und Platinum Trader. Hier die Details können Sie auch nochmal mit Ihrem Handelsexperten diskutieren. Wir schauen uns jetzt diese Folie an, den Ausblick auf 2016, auf den Mai, aufs Projekt FF. Also Kurs hier nochmal ein bisschen gestiegen. Wir haben 5 Pips in 2,5 Minuten. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Eventuell werden wir hier nochmal hatchen sogar. Bevor wir hier den Fragebogen durchgehen, lassen wir den Trade auslaufen. Das heißt, wir machen kurz Stopp in der Präsentation und schauen auf unseren Trade. Wir haben noch 2 Minuten. Kurs kommt wieder leicht nach unten. Wir gehen hier mal in den 1-Minuten-Chart. Sehr wenig Volatilität in dieser Phase. Eingestiegen sind wir ungefähr hier. 1 Kerze öffnet. Noch ohne Farbe. Leicht beige. Wir haben noch 3 Pips genau. Und wir haben 1,5 Minuten. 12,7, 12,9. Kurs fängt sich wieder 1,5 Minuten. Eine 60-Sekunden-Kerze wird hier noch aufgehen. Wundert mich sehr, dass hier so wenig Volatilität war in dieser Phase. Die Kerzen werden wieder ein bisschen größer. Das ist eine schöne Korrekturkerze, aber wir brauchen noch ein bisschen. Wir müssen unter diese Linie kommen. Nächste Kerze öffnet in 10 Sekunden. Neue Kerze öffnet. Bearish. Sehen Sie hier. 50 Sekunden noch. Wir brauchen 2,5 Pips. Kerze muss hier an diese Linie kommen. Und sie sinkt weiter nach unten. Wir sind bei 1.
11,9, Kurs kommt wieder zurück, gleich 30 Sekunden noch. 1,5 Pips, da ist noch alles drin. ...20 Sekunden noch in dieser Option. Euro Estolativ. Zwei Pips, 10 Sekunden. Drei, zwei, eins, null, das war nichts. Am Ende fehlen uns hier 2,2 Pips. Und das haben wir natürlich im Vorfeld einkalkuliert, dass wir hier eventuell einen Verlust erleiden. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde im Webinar. Wir haben am Ende noch ein Live-Trading. Und ich berate mich mal kurz mit meinen Kollegen, wie es weitergeht. So, wir bleiben jetzt mal im Euro US-Dollar. Wir zeichnen diese Linie mit einem neuen Alert-Level ein, dass wir benachrichtigt werden, wenn der Kurs hier, und das ist jetzt schon der Fall, 15, 10, 8, wenn wir hier drunter gehen, jetzt sind wir drunter, dann traden wir nochmal, und zwar etwas kurzfrister, bis 17.40 Uhr. Mit dem doppelten Handelseinsatz, meine Damen und Herren. Es ist hier der Stundenchart geöffnet worden. Wenn die Minutenkerze sich jetzt darunter hält, wir sind bei 15,98. Doppelter Handelseinsatz vorbereitet bis 17.40 Uhr. Korrekturkerze. Also ich setze hier nochmal das Alert-Level. Also Sie sehen, wenn wir diese horizontale Linie mal deutlich unterschreiten, dann ist der Weg frei, aber das ist momentan noch nicht der Fall. Kerze geht blau auf, wir warten ab. Wir schauen weiter in der Präsentation in der Zwischenzeit. Wir haben noch eine halbe Stunde, diesen Trade zu hedgen. Nathaniel läuft mit auf der anderen, auf dem anderen Screen. Wir schauen uns kurz den Fragebogen an. Und das ist wichtig, wenn Sie an den Mai denken, an das Projekt Finanzielle Freiheit und an die Renditechancen mit uns. Sie müssen sich nochmal überlegen, warum sind Sie bei 24 Optionen? Was ist Ihr Ziel? Was ist Ihr Antrieb? Was möchten Sie erreichen? Dann sollten Sie sich überlegen, was ist Ihr Trading-Typ? Gibt es irgendeine Besonderheit, die Ihren Trading-Stil prägen könnte? Mögen Sie gerne kurzfristige, mittelfristige, langfristige Optionen? Mögen Sie gerne Forex-Assets, weil Sie damit schon Erfahrung haben? Traden Sie lieber nur bis Ende des Monats, Ende des Quartals? Lieber mit einem sicheren progressiven Money Management, 10-Stufen-Modell oder etwas risikofreudiger mit 7-6 Stufen. Wie viel Zeit haben Sie zum Trading? Wann haben Sie Zeit? Dritte Frage, wie verwalten Sie bisher Ihr Vermögen? Aktiv oder passiv? Traden Sie mit dem Geld? Oder liegt das nur auf einem Sparbuch, Tagesgeld, wo Sie keine Zinsen bekommen? Welches Risiko möchten Sie? Risiko werden Sie immer haben, wenn Sie im Finanzmarkt aktiv werden, aber es geht darum, und die Kunst ist, das Risiko so klein wie möglich zu halten, um es tolerierbar zu machen. Zum Beispiel mit einem PMM 10-Stufen-Modell. Und dann letztendlich, wie viel ist Ihnen der Erfolg wert? Wie viel ist es Ihnen wirklich auch wert im binären Handel, die entsprechenden Erfolge zu suchen? Und als Grundvoraussetzung für Ihren Erfolg, und da müssen Sie selbst auch nochmal vielleicht mit Ihrem Handelsexperten sprechen oder mit Ihrem Umfeld, dass Sie Vertrauen gegenüber dem binären Handel als solchen, 24 Optionen als Brand der Ruder Limited und Ihrem Handelsexperten entgegenbringen. Dann haben Sie schon mal die halbe Miete. Das nächste sind Motivation, Ausbildung und Anwendung der Handelsstrategie. Hier mal beispielhaft die Antworten. Warum sind Sie bei 24 Optionen? Wir wollen hier von Ihnen ein konkretes Renditeziel wissen. Was möchten Sie im Mai verdienen? Was sind Sie für ein Trading-Typ? Viele Trader haben wenig Zeit. Zeiteffizienz ist hier das Stichwort. Wir möchten nicht mehr Zeit mit dem Traden verbringen, als wir das im Job machen würden. Dann hätten wir keine Unabhängigkeit, keine Zeit gewonnen für Freunde und Familie.
Wie verwalten Sie Ihr Vermögen? Wenn Sie Ihr Vermögen bisher schon aktiv verwalten, schauen Sie sich die Renditen an. Schauen Sie sich die Risiken an, die Sie bisher eingegangen sind. Wenn Sie Ihr Vermögen nur passiv verwalten, dann schauen Sie sich bitte auch die Renditen an und die werden sicherlich nicht hoch sein. Also wenn Sie da 1% bekommen auf die Sparformen, dann sind Sie schon gut beraten. Im binären Handel möchten wir 20%. Damit können Sie rechnen. Welches Risiko möchten Sie? Und das ist natürlich die Gretchenfrage, weil Sie wollen das minimale Risiko, aber letztendlich müssen wir Risiken eingehen und wir müssen Wege finden, das Risiko minimal zu halten. Das ist einmal die Ausbildung, dass Sie wissen, was Sie tun, und auf der anderen Seite auch das konsequente, progressive Money Management mit einem ausreichenden Stufenmodell. Und dann, wie viel ist Ihnen der Erfolg wert? Wie viel sind Sie wirklich bereit, für den Erfolg im binären Handel zu investieren? Kurz-, mittel- und langfristig. Sprechen Sie da bitte auch offen mit uns, damit wir da entsprechend den Plan entwickeln können. Das sind Fragen, die Sie für sich selbst, mit Ihrem Umfeld, mit Ihrem Partner beantworten müssen und dann eine Entscheidung treffen, wie Sie teilnehmen am Projekt Finanzielle Freiheit. Das sind die Kontotypen Silber Plus, Gold, Platinum und Diamant. Je nach Kontotyp, je nach Konto erhalten Sie Webinarpasswörter. Das sind die exklusiven Webinarpasswörter, die so beliebt sind, die auch immer größere Nachfrage erfreuen. Und so können Sie dann auch teilnehmen. Wenn Sie im Platinum-Status sind, erhalten Sie die Webinarpasswörter über Ihren Handelsexperten. Und das ist unsere Bilanz im Silber Plus Gold ohne Platinum 60 Sekunden Scalping und den Non-Farm Payrolls für April 2016, also die realisierten Renditen und demgegenüber die anvisierten Renditen, die Ziele für Mai 2016. Und hier lassen wir uns mal kurz Zeit und gehen das der Reihe nach durch. Beziehungsweise wir schauen hier auf den Euro-US-Dollar. Wir sehen, Kurs jetzt unter 1,1510 gebrochen. Okay, bevor wir die Renditen anschauen, eventuell hier der Hedge. Wir haben jetzt 17.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Sieht gut aus. Wir bereiten uns vor. Neue Kerze öffnet in 3 Sekunden. Leichter Jump nach unten. Bullische Öffnung. Go! Wir sind im Markt. Die nächsten 8 Minuten. 1,15073 das Ziel. Kerze kam gleich zurück. Auch der Stochastik zeigt weiter nach unten. Weiter in Richtung 15.00. Wir hoffen jetzt natürlich auf ein bisschen mehr Volatilität hier im Kurs, dass diese Trendumkehr weitergeht, die hier bei 15.15 begonnen hat. Wir haben es gesehen, kurz nach Ablauf unserer Option kam hier nochmal ein starker bärischer Impuls. Jetzt sind wir im Markt bei 1,15073 für 7,5 Minuten. Und in den 7,5 Minuten haben wir Zeit weiter für unsere Folien, für unsere Renditen. Wichtig ist, realisiert versus anvisiert, das hier haben wir faktisch erreicht. Das hier sind unsere Ziele. Der Reihe nach. Silber Plus. Das sind die News Trading Webinare mit meinem Kollegen Markus Wendler, meinem verehrten Wiener Kollegen. 22.075 Euro Rendite. Da waren größere Hedging Trades dabei auf Agrarrohstoffe. Tolle Leistung. Wirklich riesen Respekt vor dieser Rendite im April. Das war ein super Ergebnis. Und im Mai sind unsere Ziele ein bisschen kürzer gefasst. 10.000 Euro ist das anvisierte Ziel. Wir freuen uns natürlich über jede Verbesserung, über jeden Übertreffen des Renditeziels. Gold Ono, hier haben wir in 8 Sessions kontinuierlich Geld verdient. Wir haben über 12.000 Euro verdient. Das heißt, wir haben auch hier unser Renditeziel von 1.000 Euro pro Session mehr als nur erfüllt. Das wären ja nur 8.000 gewesen. Das haben wir mit über 4.000 übertroffen. Und wir haben im Mai sogar noch mehr vor. Trotz der Ausfälle dieser Woche, wir möchten Gold Uno mit 15.000 Euro Rendite abschließen und da wird es auch Doppelsessions geben. Also Mitte Mai, Ende Mai wird es hier einige Renditechancen geben. Längere Webinare, größere Renditeziele. Platinum 60 Sekunden Scalping, das war ein Rekordmonat für uns da. 31.589 Euro in 8 Sessions, das sind pro Session knapp 4.000 Euro. Und im Mai haben wir da das Renditeziel auch nochmal erhöht. Wir möchten im Mai 35.000 Euro Renditen erzielen
übers Platinum 60 Sekunden Scalping allein, über 8 Sessions, über 4 Stunden Live Trading, eventuell Doppelsessions, das heißt 60 Minuten Sessions. Und zu guter Letzt die Non-Farm Payroll. Viele von Ihnen waren live dabei am 1. April, am letzten Non-Farm Payroll Event, den zeige ich Ihnen auch gleich nochmal in der Übersicht. Da haben wir mit Sentiment Trade, mit Aktio Trade 123.000 Euro Renditen erzielt für unser, für Mai, für den Event diese Woche, für den 6.5. haben wir das Renditeziel von 100.000 Euro Minimum. Das wären auch wieder Sentiment und Aktio Trade. Aktio setzen wir hier mit 100.000. Gibt es Fragen zu dieser Übersicht? Alles klar, super. Danke fürs Feedback. Wir machen weiter. Keine Fragen, beziehungsweise die haben sich selbst geklärt. Wir machen weiter mit der nächsten Folie und wir schauen uns das Silber Plus News Trading nochmal genauer an. Hier starten wir den Mai mit einem Budget von 72.075 Euro. Wir haben im Mai 8 Termine, 30 Minuten jeweils und wir haben 10.000 Euro Renditeziel. Wir möchten 5.000 mit der Aktio-Reaktion News Trading Strategie verdienen und mit den VIP Trades. Das sind die Sentiment Trades. Inklusive 5.000 Euro Sentiment Trades, ja auch mit sensationellen Erfolgsquoten, soweit ich das von Markus Wendler mitbekommen habe. Hier nochmal ein Beispiel auf die News Trading Events, so sehen Sie das auf Facebook. Die Strategie heißt Aktio Reaktio und wir traden News mit dem Wirtschaftskalender fixe Events. Und da geht es morgen gleich los um 10.15 Uhr. Die VIP Trades sind auch auf verschiedene Assets längerfristig orientiert. Ende des Tages, Ende der Woche, Ende des Monats. Das sind natürlich auch noch Renditechancen, die Sie mitnehmen sollten. Sentiment Trades und Multi-Asset Trades. Dazu morgen mehr im Silber Plus, im ersten Silber Plus mit Markus Wendler. Wichtig auch im Silber Plus zu wissen, hier brauchen Sie keine 50.000 Euro Budget. Warum nicht? Weil Sie Aktio-Reaktio traden und kein konsequentes progressives Money Management. Konsequentes progressives Money Management, da brauchen Sie idealerweise sechsstellig, weil die Frage auch schon wiederholt kam. Wenn wir in Gold Uno schauen, dann haben wir dieses sechsstellige Budget mit unseren Handelsrenditen. Wir haben 12.000 Euro, über 12.000 Euro Rendite gemacht im April. Wir haben aktuell ein Budget von 111.918. Wir haben 6 bis 8 Termine im Mai, je nachdem, welche Doppelsessions wir machen. Wir haben auf jeden Fall 4 Stunden Live-Trading. In der Regel starten wir um 17 Uhr dienstags. Das ist auch der erste Termin. Strategie heißt Uno 2016, wo wir die Bollinger Bänder von 20 auf 15 umstellen, den RSI von 14 auf 7 und konsequentes PMM natürlich. Renditeziel 1.000 Euro Minimum, 1.500 umso besser. Wir starten hier weiterhin mit 280 Euro und möchten mindestens 5 Progressionsketten erfolgreich abschließen. Das ist eine Übersicht der Chartstation, hier der Tickchart, der elementar wichtig ist für den kurzfristigen Handel und die Bollinger Bänder und den RSI. Nächste Session und erste Session, morgen in einer Woche, 10. Mai, 17 Uhr. Platinum 60 Sekunden Scalping, da geht es nicht um dieses Thema, was Sie hier sehen, sondern da geht es um unsere Trendfolgestrategie mit den 60 Sekunden Optionen, mit dem Nonlinear Ehlers Filter, dem ASI und dem CCI. Hier wird es eine Innovation geben. Im Mai, also auf Indikatorbasis, schauen Sie sich die erste Session an, am Montag, 9. Mai. Also genau in einer Woche um 18 Uhr. Aktuelles Budget 307.431. Wir haben 32.000 verdient. Wir haben 6 bis 8 Termine im Mai, in der Regel um 18 Uhr. Das ist auch ideal für die So, jetzt haben Sie keine Folien. Jetzt müssten Sie sehen. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Silber Plus war hier. Sind auch die ähnlichen Slides. Gold war hier. Das ist die Chartstation und das ist Scalping.
Und jetzt sehen wir unseren Trade an. Sekunden noch. Also ich hatte das Go auch von Kollegen erhalten, von einem externen Partner hatten wir hier nochmal das Go. Es soll nicht sein, diesen Trade, wir werden hier nochmal hedgen zum Ende des Webinars. Wir machen jetzt erstmal die Präsentation fertig, dann wird das nicht so hektisch, der Trade läuft aus. Platinum 60 Sekunden Scalping. Wichtig ist hier die erste Session am Montag, 9. Mai, da wird es eine Innovation geben. Das wird höchstwahrscheinlich eine Doppelsession sein. Hier sollten Sie sich anmelden, wenn Sie Platinum-Trader oder Diamanten-Trader sind. 32.000 Euro Rendite im April, unser Ziel jetzt 35.000, das heißt pro Webinar knapp 4.000. Das kann man ruhig erhöhen. Das ist unsere Progressionstabelle im Scalping, 700 Euro unser Startwert, 1.646 und so weiter. Und hier sehen Sie die einfache mathematische Berechnung, 518 Euro Nettorendite pro Progressionskette, 8 Webinare, 6 Ketten pro Webinar, 48 erfolgreiche Ketten, 48 mal 518 Euro sind knapp 25.000 Euro. So, und jetzt gehen wir rein in den konkreten Ausblick für Mai 2016. Wie geht es für Sie weiter? Wo sind die Renditechancen? Erstens gibt es wie gewohnt die Morgentipps, Facebook Live Market Updates, schauen Sie da bitte rein. Dann gibt es diese Woche schon 3 spannende News Trading Termine, 2 davon Silber Plus News Trading, ab morgen 10.15 Uhr geht es los mit Markus Wendler hier. Gold Uno, wie erwähnt, ab nächste Woche Dienstag, Platinum 60 Sekunden Scalping, ab nächste Woche Montag und ab heute Asset des Tages. Das ist ein neuer Service, Projekt Finanzielle Freiheit, das wird jeden Tag jetzt über Facebook veröffentlicht. Das ist eine externe Analyse auf den Asset des Tages mit konkreter Handelsempfehlung. Das ist unser Trade, den wir auch schon heute machen können. Und dann die Non-Farm Payroll, das News Trading Highlight am Freitag um 14.15 Uhr. Das ist der Überblick über den Mai, über die erste Woche. Und in der zweiten Woche geht es dann mit Gold ohne und Platinum 60 Sekunden Scalping richtig los. Jetzt kamen schon einige Fragen zu Non-Farm Payroll. Wie kann ich teilnehmen? Wie läuft das genau ab? Wir machen am Freitag, den 6.5. um 14.15 Uhr. Und da ist ein Brückentag. Es können viele von Ihnen hoffentlich teilnehmen. 14.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ein VIP-Live-Training-Webinar. 30 Minuten circa, wo wir die Non-Farm Payroll-Daten im Projekt FF Diamond Account traden werden. Mit 100.000 Euro im Aktientrade. Wer den Sentiment-Trade setzen und 100.000 Euro im Aktientrade. Teilnahmebedingungen für Sie ist folgendes, und das gilt für alle Trader, egal welcher Status. Eine solidarische Teilnahmebedingung, first come, first serve, wir haben noch einige Plätze, also insofern, es ist noch nicht zu spät. Kapitaleinlage von mindestens 10.000 Euro bis Freitag, den 6.5. um 14 Uhr, dann erhalten Sie das exklusive Zugangspasswort und dann können Sie den Handelseinsatz setzen, den Sie möchten und entsprechend profitieren. Wir haben übrigens, wenn wir mal die Statistiken uns anschauen, von den letzten 6 Terminen 5 gewonnen und von den letzten 12 Terminen 10 gewonnen. 5 von 6 Termine im Geld und im Mai haben wir exzellente Aussichten auf eine super Analyse, die ich jetzt natürlich noch nicht verraten kann, weil die noch nicht besteht. Die besteht im Webinar um 14.15 Uhr am Freitag, steht diese fest für unseren Aktientrade. Wenn Sie Interesse haben, dann kontaktieren Sie besser heute schon mal Ihren Account Manager oder schreiben Sie eine allgemeine E-Mail an info@24option.com. Hier haben Sie die Möglichkeit dann, alles weitere zu erfahren, wie Sie teilnehmen können. Und ich habe es Ihnen versprochen, wir schauen nochmal auf den April-Event. Wir hatten hier die Analyse als PDF rausgegeben. Das wird aber im Webinar nichts anderes sein. Wir haben den Sentiment-Trade gesetzt mit 50.000 Euro und den Aktientrade gesetzt mit 100.000 Euro. Reaktion haben wir nicht benötigt. Das waren die Daten, 215.000, also eine positive Überraschung auch im Durchschnittseinkommen, das ja auch immer wichtig ist, 0,3% anstatt 0,2%, das war die Marktwirkung und die Marktwirkung war bearish in der ersten Kerze, das hat uns geholfen hier 123.000 Euro zu verdienen, einmal im Sentiment Trade 44.000 Euro und einmal im Aktientrade 79.000 Euro.
Das war natürlich auf Basis des Diamond Accounts, der Diamond Renditen. Und das Ergebnis möchten wir wiederholen. Eigentlich das identische Ergebnis möchten wir wiederholen am Freitag. Das heißt nicht, dass wir identisch traden werden. Das sicherlich nicht. Sondern je nach Analyse werden wir hier traden. Und hier nochmal die Folie. Also, wenn Sie teilnehmen möchten, und wenn Sie vor allem Zeit haben, dann lohnt es sich wirklich, sich für dieses Webinar anzumelden, zu registrieren und die Teilnahmebedingungen zu erfüllen. Sie haben die Möglichkeit, hier mit uns gemeinsam Sentiment und Aktientrade zu setzen. Als Abschluss noch ein paar Services, die Sie vielleicht schon kennen, vielleicht aber auch nicht. Ihr persönlicher Finanzplan ist das A und O für eine erfolgreiche Teilnahme am Projekt Finanzielle Freiheit. Den möchte ich Ihnen auch gerne im Excel nochmal zeigen, in der Excel-Datei. Das ist unsere Evaluationsdatei im Projekt FF. Hier sehen Sie auch nochmal die Renditen berechnet auf Basis der letzten Webinare. Das ist natürlich auch alles transparent für Sie auf Facebook ersichtlich in den Aufzeichnungen. Und hier auch nochmal ein Beispiel für den Finanzplan. Beispiel 50.000 Euro ist das Renditeziel. Wir können das auch auf 100.000 setzen. Wir gehen davon aus, dass wir 20% Rendite erzielen. Relative Rendite, das heißt, wir brauchen ein Handelsbudget von 50.000. Hier berechnen wir das auf Basis von einem Multiplikationsfaktor 2,39, da wir den Parameter von 400 hier wählen. Ja, beziehungsweise, das stimmt natürlich nicht. Dieser Link stimmt nicht. Jetzt stimmt's. Das sind unsere 7 Stufen hier. Und wenn wir diesen Parameter erhöhen, dann sinkt dieser Handelseinsatz und mit dem fixen Multiplikator natürlich auch die verbleibenden Handelseinsätze. Wir können hier den Multiplikator auch auf den Parameter auf, das ist eigentlich ein Dividend, auf 1000 setzen, dann starten wir mit 500 Euro und dann haben wir 8 Stufen auf. Das ist zum Beispiel ein Finanzplan, den ich heute Morgen schon, also ein echtes konkretes Beispiel, den wir erstellt haben. 500.000 Euro Handelsbudget, 100.000 Euro Renditeziel und 500 Euro Startwert. Das ist ein Scalping Gold Uno. Kommt darauf an, was Sie traden möchten. Und das ist die Progressionstabelle da. Für maximale Sicherheit hier 8 Progressionsstufen. Sprechen Sie mit Ihrem Handelsexperten über diesen Finanzplan. Das ist selbstverständlich kostenlos für Sie, unverbindlich. Das lohnt sich. Hier können Sie auch selbstständig dann die Zahlen verändern. So, wir kommen zur letzten Folie im Projekt FF, dann kommen wir zum Trade des Tages und dann müssen wir noch hedgen. Also wir haben noch einiges vor, es lohnt sich hier dabei zu bleiben. Ihre Teilnahme am Projekt Finanzielle Freiheit, um das nochmal zusammenzufassen, wenn Sie teilnehmen, seit letzten Monat, seit Anfang des Jahres, seit Oktober 2015, dann ist das vielleicht nichts mehr Neues. Wenn Sie ganz neu sind hier im binären Handel oder noch nicht einen vollen Monat teilgenommen haben, dann sollten Sie auf jeden Fall Ihren 24-Optionen-Account-Manager kontaktieren und einen telefonischen Beratungstermin vereinbaren für diese Woche. Und da geht es um das Thema, wo stehe ich, was möchte ich erreichen und wie kann ich es erreichen. Und das ist auch für Trader, die jetzt schon über Wochen und Monate bei uns erfolgreich traden, sicherlich interessant. Hier nochmal zum Anfang des Monats einen längeren Beratungstermin machen, dass Sie auch nochmal über die Non-Farm-Payroll sprechen, wie man da eventuell tradet und so weiter. Dann entscheiden Sie sich, bitte, wie Sie, mit welcher Kapitalunterlegung Sie am Projekt Finanzielle Freiheit teilnehmen möchten. Bitte denken Sie daran, je mehr Kapital Sie mitbringen, desto mehr Stabilität haben Sie und letztendlich desto weniger Risiko. Und je mehr Kapital, desto mehr absolute Renditen natürlich. Das können Sie mit dem Faktor 5 rechnen. Renditeziel, Beispiel 10.000 Euro, Faktor 5, Sie benötigen ein Budget von 50.000 Euro monatlich. Renditeziel wohlgemerkt. Und der dritte Punkt, wenn Sie sich dann entschieden haben, wie Sie teilnehmen, wie Sie das Konto upgraden oder aufstocken, dann können Sie von den entsprechenden Serviceleistungen profitieren. Viele Trader interessieren sich auch vor den Non-Farms nochmal für ein Upgrade, zum Beispiel für den Diamond-Status, weil Sie da einfach höhere relative Renditen auch bekommen und nochmal extra Serviceleistungen. Das war's zum Thema Projekt FF, Kickoff Mai. Jetzt haben wir noch den Trade des Tages. Gibt es vorab Fragen von Ihrer Seite? Zum Finanzplan, zu den Non-Farm Payroll, zum Ausblick auf die Scalping-Webinare. Ich gehe nochmal alles im Schnelldurchlauf durch. Auf die Renditen im April, die realisierten, auf die anvisierten im Mai. Gibt es von Ihrer Seite Fragen?
Zwei Themen haben wir sonst noch. Und zwar, das ist der Trade, Asset des Tages auf Tesla und dann noch ein Hedging eventuell. Aber da muss ich auch nochmal schauen, wie die Märkte stehen. Also ich sehe, es kamen nochmal Fragen zu diesem Thema realisierte Renditen. Das waren, ist über die Webinaraufzeichnung nachvollziehbar. Das waren pro Webinar im Gold UNO eben über 1.000. 1.500 knapp und im Platinum 60 Sekunden Scalping pro Webinar im Durchschnitt knapp 4.000. Die Gesamtrendite im Diamond Account haben wir nicht mitgerechnet. Das war ein bisschen mehr, wobei die langfristigen Trades nicht optimal gelaufen sind. Das, da gebe ich Ihnen recht. War ein bisschen mehr als 123.000. Und diesen Monat haben wir hier auch mehr vor im Diamond Account als das hier. Also da wird sicherlich auch noch ein Hybrid-Forex-Webinar geben und so weiter. Die Asset des Tages, die Trades, die werden wir auch jeden Tag im Projekt RF Diamanten Account setzen. Und diese Asset des Tages, das ist das Tolle an diesen Asset des Tages, die werden auf Facebook für alle Trader verfügbar sein. Also da brauchen Sie keine Kapitalbedingungen erfüllen. Das sind Trades, die für Sie alle verfügbar sein werden. Und wir fangen jetzt mit dem ersten an. Der Trade des Tages ist auf Tesla. Das ist der Chart von knapp 2 Stunden schon alt. Hier war die Aktie bei 237, RSI bei 23,8. Wenn wir jetzt in den Chart schauen, sind wir nochmal deutlich drunter bei 235 und der RSI bei 22,12. Das ist der 1-Stunden-Chart, 60-Minuten-Chart, wohlgemerkt. Wer von Ihnen ist informiert über Tesla? Was steht diese Woche an? Was sind die Prognosen? Was ist auch so ein bisschen die Historie, die wir aus diesem Kursverlauf ablesen können? Vielleicht haben Sie da Informationen, die Sie hier, bevor ich die Analyse präsentiere, mitteilen möchten. Was meinen Sie zu Tesla? Und wir sprechen über die Sicht Ende der Woche, Ende des Monats. Wow, da kommt viel Feedback. Also, ich sehe, viele von Ihnen haben sich da eingelesen. Das war ja auch in der deutschen Wirtschaftspresse ein großes Thema jetzt schon heute und am Wochenende. Elon Musk ist in aller Munde, nicht nur wegen Tesla, sondern natürlich auch wegen SpaceX. Wir sprechen heute über Tesla, über den E-Mobilitätshersteller aus Kalifornien. Und wir sehen hier in der Kurshistorie, wenn wir in den 1-Stunden-Chart gehen, im April hatten wir zu Anfang eine steile Kursentwicklung. Die Rekordwerte knapp unter $265. Kurs ist um $40 gestiegen in wenigen Tagen. Dann gab es eine Korrektur, Seitwärtstrend, dann ein Ausbruch nach unten. Auch heute nochmal ein tiefer Fall von 240 auf 235. Ist hier der Boden erreicht? Der RSI zeigt das so ein bisschen an. Auch der ADX zeigt schon nach oben hier in diesem Chart. Wenn wir hier nochmal in Netanya wechseln, sehen wir das deutlicher. RSI hat schon eine Sohle gefunden bei 17. Und wir sehen hier nochmal, wenn wir in den Wochenchart schauen, auch nochmal ein größeres Zeitfenster. Ja, jetzt laden wir hier ein bisschen. Gut, dann lässt uns nicht Daniel zu lange warten. Ich scroll hier ein bisschen raus. Wir sehen, Tesla war auch schon mal in diesen Bereichen. Und wir sehen eben auch, wenn wir hier eine horizontale Linie ziehen, bei 2,35, 2,33 haben wir Unterstützung. Das war mal hier ein Widerstand. Und das dürfte zur Unterstützung werden, wenn, und das ist natürlich die große Frage, wenn die Quartalszahlen, wenn der Quartalsbericht ordentlich ausfällt, und darauf stützt sich auch die externe Analyse, die ich jetzt präsentiere. Das ist der Trade des Tages. Das ist das Format, was Sie in Zukunft auf Facebook jeden Tag sehen. Das sind unsere Renditechancen dort. Wir traden heute Tesla hoch bis zum 6. Mai, bis zum 6.5. Freitagabend und bis zum 31.5. bis Ende Mai jeweils hoch. Warum? Und jetzt kommt die Begründung, die sich natürlich auf externen Analysen zusammensetzt. Wir haben eine Seite und die ist eher negativ, eher pessimistisch. Das ist die
Earnings per Share Erwartung für Mittwochabend. Mittwoch nach Börsenschluss wird Tesla die Quartalszahlen für Q1 2016 veröffentlichen und EPS Erwartung liegt bei minus 58 Cent. Also ein Verlust pro Aktie, von 58 Cent wird prognostiziert. Und da stellen sich viele Industrieexperten auch die Frage, ob Tesla mit der Elektromobilität überhaupt Geld verdienen kann in diesen Zeiten. Also das ist eine ganz grundlegende Frage. Die meisten Analysten beantworten diese Frage mit Ja und sprechen von einer sehr, sehr optimistischen Zukunft, was die nächsten Wochen und die nächsten Monate für Tesla angeht. Es gibt zahlreiche Berichte, unter anderem im Wall Street Journal und im Bloomberg, die über die positiven Geschäftsaussichten berichten. Und das hat natürlich auch handfeste Gründe. Wir haben eine steigende Nachfrage nach dem billigeren Modell X und nach dem Sportmodell S. Modell S ist jetzt auch wirklich in dem Produktzyklus schon deutlich in die Profitabilität gerückt und hat dank neuer kosteneffizienter Produktionsstandorte, hat Tesla die Möglichkeit, diese Modelle sehr viel billiger zu produzieren und natürlich auch in sehr viel höheren Stückzahlen. Und darum geht es natürlich auch für einen Automobilhersteller, Skaleneffekte, Masse in den Markt zu bringen. Tesla hat sehr, sehr viele Bestellungen, Lieferengpässe und da werden neue und vor allem kosteneffiziente Produktionsstandorte, unter anderem in China, sicher Abhilfe schaffen können. In Deutschland war auch mal ein Werk in Diskussion, das ist auch relativ fortgeschritten. Also da werden sicherlich noch einige neue Produktionsstandorte kommen. Wer von Ihnen hat an der Stelle Tonprobleme, meine Damen und Herren? Gibt es Tonprobleme allgemein? Also ich sehe, der Ton ist nach wie vor bei der Mehrheit der Trader in Ordnung. Ich versuche nochmal lauter zu sprechen, um hier diese Analyse Ihnen verständlich zu machen. Also das ist die positive, fundamentale Sicht und hier wird natürlich von Elon Musk erwartet, dass am Mittwochabend bei dem Earning Call, bei der Vorstellung der Quartalszahlen dementsprechende handfeste Informationen kommen. Technisch betrachtet, und das haben wir schon gesehen, ist der Kurs stark unterkauft, der RSI bei 14, den haben wir nicht verkürzt, steht unter 30 in H1 und wir haben ideale Einstiegspunkte für eine potenziell bullische Korrektur bis nach den Quartalszahlen, das heißt bis Ende der Woche und bis Ende des Monats. Deswegen traden wir gemeinsam Tesla hoch bis zum 31.05. bis zum 6.05. Und ich kann Ihnen nur sagen, das ist eine ausgezeichnete Renditechance auf den mittel- bis langfristigen Trend für Tesla. Wir haben die Earnings Mittwochabend und dann sehen wir den Kurs deutlich über 240 in Richtung 250, 265 Dollar, die ehemaligen Hochpunkte. Wir sehen hier in der Linie auch nochmal, der Kurs findet hier schon mal leicht den Boden. Wir setzen 10.000 Euro, weil das langfristige Trades sind. 10.000 Euro war genehmigt auf 31.05. Tesla hoch. Jetzt setzen wir zum Preis von 236,345. 22 Uhr in Mitteleuropa, 31.05. Go! Und auf den 6.05. Hier setzen wir den Betrag von 25.000 Euro. 236,50. 0. Go! So, das sind unsere zwei Tesla-Trades. Das ist unser Trade des Tages, unser Asset des Tages, Tesla. Gibt es Fragen zu dieser Analyse? Was ich natürlich vermeiden möchte und was auch unsere internen und externen Investoren vermeiden möchten, ist hier der Start mit einem Verlust von 75.000 in diesem Handelsmonat. Wir haben hier schon mal enormen Hedging-Bedarf und deswegen gehen wir auch noch mal rein in die Analyse. Wir schauen noch mal auf den Euro-US-Dollar und der Euro-US-Dollar ist bei 15,20 angelangt. Da haben wir auch eine Alarmlinie, die ist noch nicht erreicht, aber das wird spannend und wir bereiten uns vor hier auf einen Trade im Euro-US-Dollar und den drehen wir relativ kurzfristig, 2 Minuten voraussichtlich. Euro-US-Dollar. 2 Minuten. Tief. 100.000 Euro ist unser Hedging-Betrag. Lassen uns hier Zeit. Ich muss das auch noch mal kurz hier genehmigen lassen. Und wir bereiten uns vor. 15.20. Dann bekommen wir hier ein Update von der Linie. Dann schauen wir auf die Price Action. Wir sind jetzt wieder im 1-Minuten-Chart, weil wir kurzfristiger orientiert sind.
Und wir bereiten uns vor, 1,15, 80, 18, 3, 120 Sekunden Option, Euro Estulativ. Wir möchten hier mit einer kleinen Rendite starten, wenn wir den Trade gewinnen, 100.000 mal 78%, das ist eine Rendite von 78.000 Euro, dann haben wir nur 3.000 verdient bisher, aber immerhin die Verluste gehedged und die Verluste wollen wir hier gemeinsam hedgen. Kerze rot, na, schade, dass wir diesen Move verpassen, diese Bewegung, weil der Kurs gleich wieder entgegenkommt, 10 Sekunden bis zum neuen Aufgang. Tesla finden Sie, wenn Sie hier nach Instrumenten suchen. Die Frage kam noch. Hier können Sie nach Instrumenten suchen, dann Tesla Motors, not Tesla Exploration Limited. Kurs bearish. Was ich jetzt auch noch schnell mache, ist mir den Tickchart dazu holen. Dezimale stellen wir auf 5. So, jetzt haben wir den bekannten Tickchart. Sehen hier 15, 18, 3 war das Schluss. Aktuelle Price Action zeigt tendenziell wieder nach oben. Dochtbildung unten. Kerze wird blau. Wir sind bei 15, 17, 3. Also ich hoffe, Sie haben hier noch ein paar Minuten, um bei uns zu bleiben für diesen spannenden Trade im Euro-Estulativ. Kerze geht rot auf. Wir sehen im Tickchart hier diesen Seitwärtskorridor. Das heißt, wenn der Kurs hier deutlich unter die 15,6 springen würde, dann hätten wir auch wieder ein Signal, aber die Kerze wird blau. Kurs zeigt weiter nach oben. Idealerweise bekommen wir jetzt einen Impuls in diese Richtung auf 18,5 und haben dann die Gegenbewegung. Und dann machen wir uns bereit. Ich zeichne Ihnen hier auch nochmal eine Linie ein. So, es wird interessant. 17,9. Er will die Linie hier nicht zeichnen. Wir sind auf Basis der letzten Hochpunkte, des letzten Hochpunktes. Wir sehen es auch in der Linie. Das wird spannend. Die Kerze öffnet blau. Kommt einen leichten Docht. Wir sind noch deutlich unter dem Bollinger Band. Gegenbewegung. Tickchart zeigt deutlich nach unten. Das lassen wir jetzt mal erstmal aus, diese Bewegung. Und warten auf die neue Kerze. Schade, dass der Kurs hier nicht nochmal weiter marschiert ist, kam dann doch relativ zügig in zwei Bewegungen. Die Kerze wird wieder farblos. 15 Sekunden bis zum neuen Aufgang. Die Frage kam, warum nicht woanders gehedged ist. Naja, wenn Sie einen besseren Einstiegspunkt wissen. Wir haben hier im Euro-US-Dollar eine schöne Bewegung gehabt. Das sehen wir hier wieder. Auch dann den Hochpunkt gefunden. Tickchart geht unter dieses Level. Ja, den Einstiegspunkt verpassen wir. Und wir haben hier 15,10 noch das Level, was jetzt öfter gehalten hat. Deswegen haben wir den Trade hier verloren. Bewegen wir uns dorthin. Der Tickchart zeigt weiter und weiter nach unten. 20 Sekunden bis zur neuen Öffnung. Eventuell traden wir hier sogar nochmal die bullische Korrektur, wenn wir hier abprallen. Also hier ist Volatilität drin im Euro-US-Dollar. Es spricht hier gerade nichts dagegen. 15,9 wäre hier wieder der Punkt, wo wir abgeprallt sind, wo die Trendumkehr kam. Kerze wird länger und länger. Neue Kerze öffnet. Bereiten wieder unseren Trade vor. 100.000 Euro. Und der Kurs sinkt weiter. Jetzt kommen wir an die Linie. 15,10. Was macht der Kurs hier? Wir schauen auf den Tickchart. Kurs kommt zurück. Eventuell traden wir hoch.
Kurs an der Linie. Wir sehen, das war der Korrekturpunkt hier, 15,9. Wir haben eine Dochtbildung, 20 Sekunden bis zur neuen Öffnung. Und je nachdem, wie die Öffnung ist, wie die Tickchart-Bewegung ist, reagieren wir. Wir sind an einer Unterstützung, das war vorher noch nicht so sichtbar, nach dieser starken bullischen Bewegung. Und der Kurs kommt wieder nach oben. Also tendenziell hoch tellen wir den Euro-US-Dollar in der Korrektur. Neue Kerze öffnet. Die öffnet bullisch. Wir achten auf die Bewegung im Euro-US-Dollar. Wir drehen 2 Minuten. Das wäre eine Korrekturbewegung. Es sieht sehr gut aus. Wir achten auf die nächste Tickchart-Bewegung. Wir halten uns über diesem Level. Hier ist Volatilität drin, hier ist Bewegung drin im Euro-US-Dollar. Wir achten auf technische Signale. Kerze wird wieder farblos nach 30 Sekunden. Weil sie sich blau hält hier über dem Level. Und wir haben ja auch die Dochtbildung. Der Stochastik ist hier kurz vor einer Kreuzung. Wir achten auf das Tickchart-Signal zur neuen Öffnung in 11 Sekunden. 100.000 Euro. Tickchart zeigt nach unten. Eventuell, wenn der Tickchart hier unter diesen Tiefpunkt kommt, dann gehen wir mit dem bärischen Trend mit kurzfristig. Glauben Sie mir, das ist Spezialität aus dem Scalping-Webinar. Wenn wir hier genug Zeit haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, hier einen optimalen Einstiegspunkt zu treffen. Und es sieht sehr gut für die bullische Trendumkehr aus. An der Linie. 15,10. Die Kerze öffnet blau. Kein ausreichender Impuls. Achten auf den Tickchart. Go! Tickchart zeigt über den letzten Hochpunkt. Wir sind im Markt bei 15,11,2. Also das war das bullische Signal im Tickchart wiederholt. Jetzt Dochtbildung. Wir haben in 15 Sekunden die neue Kerzenöffnung. Sind im Bereich des letzten Tiefpunktes. Wichtig ist, dass der Kurs hier wieder die Gegenbewegung findet. Und das sah in den letzten 2, 3 Kerzen so aus und das sah im Stochastik fast so aus. Wir sind im Tie, haben noch 1 Minute 20. Tickchart hat sich gefangen. Zeigt nach oben. Wichtig ist, dass wir über diesen Hochpunkt kommen. Das geschieht jetzt. Diese Kerze, stark bullisch. 1 Minute noch. Wir sind 2 Pips im Plus in diesem Trade. Also das haben Sie hoffentlich alle mitgekriegt, dass wir Euro-US-Dollar hoch hier in der bullischen Trendumkehr getradet haben. Das habe ich sehr, sehr oft verkündet. 2 Minuten, 40 Sekunden noch. Der Kurs hält sich hier oben, aber hier ist noch nichts gegessen. Hier ist noch alles offen. Bullischer Impuls hier, 34 Sekunden noch. Wir haben 2 komfortable Pips Vorsprung, 30 Sekunden noch. Auch bei einem schlechteren Einstieg hier sollten Sie noch deutlich im Plus sein. Neue Kerze öffnet, leicht bearish. Bullischer Impuls, blauer Aufgang, 20 Sekunden, das ist ein 100.000 Euro Trade, meine Damen und Herren, 100.000 Euro reales Kapital im heutigen Webinar, das war nicht geplant und wir stehen 13 Sekunden vor Auslauf der Option. Bullischer Impuls, Tickchart zeigt nochmal nach unten, wir haben immer noch 2 Pips, 3, 2, 1, 0. Safe Win am Ende, für jeden Einstieg hier, auch der 12-2er sogar noch deutlich im Win, mit einem halben Pip, das ist unser Hedging-Trade gewesen. Das heißt, Ende dieses Webinars, 3.000 Euro Rendite. Wir haben 2 sensationelle Trades auf Tesla offen. Bis Ende der Woche, Ende des Monats. Morgen startet um 10.15 Uhr Markus Wendler im Silver Plus News Trading. Und denken Sie daran, Freitag 14.15 Uhr, das große Highlight, Non-Farm Payroll. Das war's von meiner Seite für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bedanke mich jetzt gerne auch für Feedback, wenn wir im Projekt FF noch was verbessern können. Schreiben Sie auch gerne mir hier nochmal meine E-Mail-Adresse auch, stefan@24optionen.com. Ich freue mich auf Scalping nächste Woche, auf Gold Uno nächste Woche, auf die Non-Farms diese Woche. Ich freue mich über den gewonnenen Hedge hier
mit Ihnen gemeinsam und auf die Tesla-Trades. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen erfolgreichen Mai. Sprechen Sie mit Ihrem Handelsexperten über alles Weitere. Ade.